Wie kann unsere Welt nachhaltiger werden? Wie schaffen wir es, das Klima nachhaltig zu schützen? Wir sind Paul und Ragnar. Wir studieren an der Universität Göttingen und wir setzen uns für eine nachhaltige Zukunft ein. Zusammen recherchieren wir nach Projekten und Themen, die unsere Universität und unsere Welt lebenswerter machen. Moin Ragnar. Hi. In der Politik ist ja gerade Klimaneutralität irgendwie ein großes Thema. Es wird darüber diskutiert, wann soll die geschehen? Wie steht es in Göttingen gerade dazu? Ich glaube, die Universität hat da gerade was in Bewegung gesetzt. Ja, das stimmt. Also die Uni hat ja jetzt den Klimaschutzplan veröffentlicht, in dem steht, dass die Universität Göttingen bis 2030 Klimaneutralität erreichen will. Das hört sich ja auf der einen Seite sehr gut, aber auf der anderen Seite ja sehr ambitioniert an. Würde ja total viel Sinn machen, vielleicht mal mit einer Person aus der Lehre zu sprechen, um zu gucken, was für eine Vision haben die Lehrenden an der Uni, hat die Uni selbst für irgendwie ihren Klimaschutzplan? Genau, entweder das oder wir sprechen direkt mit dem Universitätspräsidenten, Herrn Tholan. Vielen Dank, Herr Tholan, für die heutige Einladung. Es freut mich sehr, dass wir über den Klimaplan der Universität Göttingen sprechen können. Was bedeutet für Sie persönlich Klimaschutz oder auch beziehungsweise der Klimawandel? Der Klimawandel bedeutet, dass, was wir jetzt ja so vielleicht als erste Auswüchse sehen, dass es Extremereignisse häufiger gibt. Da kann man ja sehen, dass Klimawandel großes Leid bedeutet. Das bedeutet, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es schaffen müssen, diesen Wandel so klein wie möglich zu halten. Wir als Universität werden direkt Maßnahmen machen. Wir erzeugen unseren Strom beispielsweise selber, unsere Wärme selber. Wir haben jetzt schon wirklich klimaneutralen Strom eingekauft. Und was man, glaube ich, wirklich sagen muss, ist, Klimaneutralität bedeutet, und das vertreten wir dem Land gegenüber mit großer Vehemenz, bedeutet Sanierung unserer Bausubstanz. Welche Bedeutung haben Ihres Erachtens nach Kooperationen bei den Anstrengungen, den Klimawandel einzudämmen? Also Kooperationen sind ja in der Wissenschaft grundsätzlich etwas, was wichtig ist, weil man halt Expertise an verschiedenen Plätzen bündelt, um das Beste zu erzielen. Und wenn ich mir Europa angucke, das Enlight-Netzwerk hat ja auch entsprechende Komponenten, wie wir in der Lehre wirken, aber wie wir auch auf wissenschaftlicher Basis zusammenarbeiten können. Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist ja eines von 5 Schwerpunktthemen in dem Enlight-Netzwerk. Mit anderen Worten, da hat man sich ja die großen Themen in dem Enlight-Netzwerk wirklich hergenommen. Oder ich würde auch sagen, die großen Probleme der Menschheit, das ist ja auch eines der Themen. Und wir wollen das auch im Rahmen von Lehrveranstaltungen natürlich auch an Studierende weitergeben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir als Universität tun können, ist es der jungen Generation nicht nur das Thema klarzumachen, sondern auch konkrete Fakten an die Hand zu geben, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Wie können sich Studierende für mehr Klimaschutz an der Universität aktiv einbringen? Ja, also wir haben ein Green Office hier an der Universität und das Green Office ist hier sozusagen für jede Anregung dankbar. Also das gibt eine Anlaufstelle, die wir extra geschaffen haben. Und ganz ehrlich, wir sind ja nicht davor gefeit, schlauer zu werden. Also wir behaupten ja nicht, dass wir alles wissen. Und manchmal sind es auch kleine Ideen, die an einen herangetragen werden. Ich bedanke mich, Herr Tholan, für Ihre Zeit und das nette Gespräch. Das war mein Vergnügen. Ja, wir haben einen guten Einblick bekommen. Lassen Sie uns daran arbeiten, dass wir es auch schaffen. Klimawandel ist auch eine der zentralen Challenges der Europäischen Universität Enlight. Enlight ist ein europäisches Hochschulnetzwerk der Universitäten des Baskenlandes, Bordeaux, Bratislava, Galway, Gent, Göttingen, Groningen, Tartu
und Uppsala. Ziel des Netzwerkes ist es, sich den existenziellen Herausforderungen für eine nachhaltige Zukunft zu stellen.